In der Öffentlichkeit zu stehen bedeutet nicht automatisch, dass man auch ein Händchen für Finanzen und Geldvermehrung hat. Davon kann auch Jenny Elvers, 50, ein Lied singen. Weil ihr in der Vergangenheit ordentlich Asche durch die Finger gegangen ist, hat sich Sohn Paul Jolich, 21, jetzt dem Thema angenommen und hält fest, Mama habe viel zu wenig investiert und viel zu viel ausgegeben. Was er ihr jetzt rät, zeigen wir oben in der neuen Folge von VIP-Stagram. Paul Jolich verkauft jetzt Luxusimmobilien. Paul Jolich ist längst nicht mehr der Teenie, der an Mamas Rockzipfel hängt und sich langsam seinen Weg in die Öffentlichkeit bahnt. Vielmehr hat der Sohn von Jenny Elvers sein Leben in die Hand genommen, ist mittlerweile 21 Jahre alt und groß im Immobiliengeschäft unterwegs. Deshalb kennt er sich auch gut mit Finanzen aus und hat die Dokumente seiner Mama mal ordentlich studiert. Und dabei fiel ihm auf, vor allem beim Handtaschenshopping hat es die Schauspielerin etwas übertrieben. Seine Lösung ist deshalb jetzt ein Spar- und Finanzplan, der ihr Geld einfach vermehren soll. Wie das funktioniert und was das bringen soll, schildert er ausführlich im Gespräch mit den VIP-Stagram-Moderatoren Tanja Bülter und Kenna Amor. Lesetipp: Warum Paul Jolich ins Rampenlicht will. Das ist VIP-Stagram. Tanja Bülter und Kenna Amor präsentieren als Moderatoren-Duo wöchentlich bei VIP-Stagram die heißesten Insider-Stories und die angesagtesten Stars und plaudern mit ihnen über ihre persönlichen Anekdoten. CCH,